Ich wieder beim ordentlichen Paket. Beim ordentlichen Paket hier. Das ist wirklich ein ordentliches Paket. Und immer schön nach. Eine kleine Schleife. Ich mal zu zeigen. So, fangen wir mal mit dem, ich sag mal, Teller und Zeug an. Was haben wir denn hier? Immer schön dabei. Wir haben hier was Seltsames. Irgendwas, was aussieht wie so ein komisches Teelicht-Dingsbums. So Schrauben, zwei Stück. Also Sachen Füllstoff, Erterrung. Oh. Oh. Silver Crest. Ich glaube, das sieht auch nach Terrung aus. Wer braucht denn heutzutage noch das hier? USB-Cable. Auch für Stoffteilung. Oh, holy, holy shit. What is it? Das sieht mir, ja, hier. LED dran. Oh, das ist scheiße. Und das hier. Oh. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich werde jetzt mal den Shake Cam nehmen und werde mal fragen, liebe Zuschauer, was um Gottes Willen ist das? Falls ihr eine Antwort habt, so rum, schreibt sie in die Kommentare. Ego-Perspektive. Gesichert. Den Titel habe ich mir wirklich verdient. Oh. So funktioniert es auch nicht. Aua. Diesen riesengroßen Karton. Oh, der ist schwer. Wie können wir die Teile nur so schwer sein? Alles fällt noch runter. Oh, das ist so peinlich. Tut mir leid für diese schreckliche, wackelige Aufnahme. Ich bin nicht so im Treffmodus. Mal sehen. Aber vielleicht ändert das was an der Perspektive, wenn ich dieses komische vorlege. So, wir haben hier das Teil. Wie gesagt, falls ihr es wisst, schreibt in die Comments. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hot oder Schrott? Wir hätten mal ein bisschen Schaumstoff. Hm. Alles abschauen. Das Öffelmaterial. Also das. Ah, ich weiß, was das ist. Dieses komisch aussehende Teil ist. Ich glaube, manche haben es erraten. Ich sag's euch. Das ist ein Bedienelement einer Waschmaschine. Und zwar eine Privileg Dynamic 7610 oder so. Ja, Privileg Dynamic 7610. So eins habe ich hier irgendwo liegen, glaube ich. Eine kleine Spielerei. Lieber André, das da wäre noch cool. Wenn das noch da wäre, das wäre sowas von geil. Dann könnte ich damit was ganz Cooles machen. Aber hier mit flexiblen Kabeln. Ich habe da so eine Vermutung. Ah, ich weiß, was der André hier mir geschickt hat. Und zwar sind das Waschmaschinenteile. Weil das hier sieht mir verdächtig nach einem Steuergerät aus. Und wenn das hier schon Waschmaschinencontroller ist, dann ist der andere Kram wahrscheinlich auch als Waschmaschine.
Wie viele Minuten haben wir denn? Oh, schon 5 Minuten, bitte. So. Was hätten wir hier noch? Ein Kabel mit Luft. Und... Oh, hier. Scheiße. Ja, das sind alles Waschmaschinenteile. Fallenschloss. Das ist ein gutes Teil, weil bei meiner Waschmaschine, ich habe auch eine Privilegdynamik, und zwar dieselbe, ist dieses Schloss komischerweise kaputt. Da gehört auch diese Leuchtdiode rein, die wir da sehen, die da hängt. Dort, der schwarze Teil. Oh Gott. Alles Ersatzteile. Was hätten wir hier? Oh, coolo. Ah, da weiß ich jetzt gerade nicht, ob es der Sensor oder ob es der eigentliche... Oh. Durch das mal an. Ganz alt. Falls jemand von euch weiß, was das hier genau ist, ob das der also es gehört zu einer Luftfalle, ob es ein Sensor ist oder ob es das Abpumpen-Dingsbums ist, schreibt es in die Comments. Das wäre sehr hilfreich, weil dann könnte ich das vielleicht so machen. So, das hier ist auch noch das Teil. Oh, er hat sogar alles mitgeliefert für die Luftfalle. Hier, das ist auch noch ein Teil davon. Cool. Oh, wäre nur schön, wenn ich wüsste, was das alles ist. So, was haben wir denn hier? Ach du Scheiße. Das hat mir der liebe André hier alles weggeschickt, ey. Ach du heilige Makrelius. Das sieht mir stark nach einem riesengroßen Kabelbaum aus. Okay, was haben wir denn hier? Ach, Herr Jemi. Ist ja alles verfuttelt. Ich muss den ganzen Kram mal entfutzeln. So, ich habe den ganzen Kladderadatsch jetzt mal entfutzelt. Also, es sind Waschmaschinenkabel. Es ist ein ganzer Kabelbaum mal gewesen. Der wurde hier vom André fein säuberlich auseinandergebaut. Meine Vermutung ist, André kauft entweder Sachen, die er dann irgendwann verschickt, weil er sie nicht braucht, oder er schlachtet selber gerne alte Waschmaschinen aus. Ja. Das ist das Kabel für das Türschloss. Das ist sehr gut. Türschlosskabel. Dieses riesengroße Kabel ist Motorsteuerungskabel. Das ist hier wirklich, man sieht es an diesem riesengroßen Stecker, der geht unten an den Motor dran. Ich habe so eine Waschmaschine auch schon auseinandergenommen. Da ist faszinierende Sachen drin. Hier hätten wir einen Schaltregler. Hier für die, sogar noch mit dem Original Drehregler. Das ist super. Das hier ist der Temperaturfühler, der steckt in der Trommel unterhalb der Heizung. Und dafür gehört auch dieses Kabel hier. Nämlich einmal einen Aufdruck mit Luft 1. Das gehört wahrscheinlich an diese schwarze Kasten-Dingsbums, was wir gesehen haben. Der Stecker hier trägt Dreh auf Schrift. Ich glaube, der hat das auch schon als Temperaturfühler. Sehen, ob er passt. Oh, der passt tatsächlich. Gut, super, auch cool. Das hier wahrscheinlich für dieses andere Lufterfrischer-Fühler-Dings-Gedings. Das hier lässt mich auf die Pumpen. Nee, das ist ja nicht die Pumpe. Das könnte auch irgendwas von diesem Temperatur-Luftfühler-Dingsbums. Das sind die Heizungsdrähte für die Heizung. Und dann haben wir noch einen großen Kabelstrang, der ist für die Pumpen. Die Pumpen sind nicht dabei. Die sind wahrscheinlich kaputt gewesen. Das ist ja für die Pumpe. Wow. Und auch hier. Riemen. So, das war's. Ich werde jetzt den ganzen Kram einräumen und dann danke, liebe André, und Tschüssing.